Hallo Geschwister und Friede sei mit euch. Herzlich willkommen zur Frage- und Antwortenrunde. Ich werde das ganze Tee mit Kerem nennen, weil ich möchte, dass das Ganze nicht länger dauert, als bis ich diesen Tee hier ausgetrunken habe, der von meiner lieben, schönen Frau gebracht wurde. Gott segne sie. Ich werde versuchen, auf all eure Kommentare, Anmerkungen, Kritiken und so weiter einzugehen. Als erstes möchte ich ein riesen Dankeschön aussprechen für all die positiven Kommentare und die vielen Aufrufe und allgemein das rege Interesse. Das freut uns natürlich sehr, dass wir innerhalb von einer Woche unsere Abonnentenzahl mehr als verdoppeln konnten. Gott sei Dank, das ist wirklich schön. Und auch ein spezielles Dankeschön möchte ich aussprechen an die Übersetzer, die unsere Videos auf Türkisch und Englisch übersetzt haben, mit deutschen Untertiteln versehen haben. Das ist wirklich top. Vielen Dank dafür, ihr habt eine tolle Arbeit geleistet. Ich möchte etwas sagen zu dem ersten Video Faktencheck. Sammelte Buchade wirklich 600.000 Aussprüche? Da gab es viel Zustimmung, aber auch generelle Kritik an Erzählungsmethodik, was ich gut finde. Also man setzt sich dann inhaltlich auseinander, überlegt sich, ist das wirklich realistisch oder nicht. Das finde ich gut und es blieb auch sachlich. Und bis auf eine Ausnahme, aber das muss man jetzt hier nicht konkretisieren. Etwas, was ich sagen will zu der ganzen Geschichte: Wenn man schon Kritik ausübt, sollte man bitte zuvor überprüfen, ob die Annahmen, die man selber anführt, realistisch sind. Wenn man 100 Aussprüche pro Tag annimmt, dann ist das schlicht nicht realistisch. Selbst wenn es darunter Variationen gibt, wo man sagen kann, okay, jeder zweite Ausspruch hat eine kleine, einfache Abänderung, da muss man sich nicht groß darum kümmern. Selbst dann 50 Aussprüche pro Tag, das ist eine enorme Menge. Und man sollte das mal machen, allein mit den Aussprüchen von Bukhari. Und das ist wichtig, dass man dann eine Ausgabe nimmt, wo die Überliefererkette auch mitgegeben wird. Dann wird man sehen, dass das immer noch nicht realistisch ist. Der nächste Punkt ist auch, die ganzen Aussprüche wurden nicht in schriftlicher Form übermittelt, laut Al-Asqalani in seinem Buch Fathul Bari. Er selber sagt, dass er Bukhari zweimal gehört hat. Das ist Hörensagen, selbst in Fathul Bari. Da kann man sich auch die Frage stellen, hat Bukhari selbst auswendig gelernt, nur auswendig gelernt und nicht niedergeschrieben? Wenn ja, dann ist die Zahl umso unrealistischer. Wenn nein, da mussten ja auch irgendwie sämtliche Variationen aufgeschrieben sein, oder Bukhari versuchte sich in einer Kombination zwischen Niederschrift und Auswendiglernen. Und auch da, das müssen wir begründen. Welche Quellen haben wir dafür und wieso schlagen wir uns mit solchen Spekulationen rum? Da gibt es noch viel mehr Probleme, die wir haben. Weil sich Bukhari und Ibn Hajjaj und andere nur an oberflächlichen Kriterien orientiert haben, wie zum Beispiel die Zuverlässigkeit der Überlieferer und der Lückenlosigkeit der Überliefererketten und den Inhalt der Texte vernachlässigt haben oder komplett ignoriert haben in der Bewertung, kann man sagen, dass die ganze klassische Hadith-Wissenschaft nicht glaubwürdig ist. Und deshalb kann man es auch westlichen Islamwissenschaftlern nicht verübeln, wenn sie dann sowas sehen und dann sagen, ja, pauschal unglaubwürdig. Ignaz Goldziher und Josef Schacht können hier angeführt werden, die das eben auch so sehen. Wie haben Bukhari und Ibn Hajjaj und all die anderen, wie haben sie die Überlieferer überhaupt bewertet? Wie kamen sie zu den Informationen über die Überlieferer? Wieso gelten die ersten zwei Generationen als unfehlbar in der Überlieferung? Wieso sollte das der Fall sein, wenn in der Lesung selbst im Gottes Wort in Sura 9 steht, dass es Heuchler unter den Zeitgenossen des Propheten gab, die der Prophet selber nicht einmal erkennen konnte. Und wie sollen es dann also Bukhari und Ibn Hajjaj nach Hunderten von Jahren können? Die können das gar nicht mehr. Und darüber hinaus kann man auch sagen, dass die Hadith-Wissenschaft damals in Kinderschuhen steckte. Das heißt, die Standards, die zum Beispiel Hadith-Gelehrten wie Ibn Salih formuliert wurden, die viel, viel höher sind, wurden damals sicher nicht eins zu eins umgesetzt. Und
Man kann auch sagen, Bukhari und Ibn Hajjaj, das sind Menschen, so wie du und ich, und sie haben Informationen subjektiv bewertet, sie haben Fehler gemacht, sie haben fehlende Informationen sehr oft sicher auch durch eigene Vermutungen ersetzt oder bei einem problematischen Überlieferer vielleicht schon mal ein Auge zugedrückt oder einfach wegen dem Zeitgeist gewisse Aussprüche eher als wahr betrachtet als andere. Und genau das gleiche Problem ist auch bei den schiitischen Überlieferungen. Man merkt, dass die beiden Sammlungen eher politische Statements darstellen, als dass sie eine zuverlässige Quelle sein können für die Religion. Aus all diesen Gründen kann man eben sagen, dass die ganze Hadith-Wissenschaft unbrauchbar ist. Und ich möchte mich da jetzt auch nicht noch weiter damit befassen. Wenn ihr weitere Informationen dazu wollt, findet ihr unten in der Beschreibung einen Link zu einer Abhandlung von mir, Zuverlässigkeit der Hadith. Bruder Alka fragt, eine Frage von mir wäre, das Leben ist ja ein Test, aber wie werden dann geistig Behinderte bewertet? Die haben ja nicht wirklich ein Bewusstsein dafür. Ja, also diese Frage wird immer wieder gestellt. Also man kann das sogar allgemeiner nehmen. Man kann ja damit auch begründen, dass zum Beispiel ein Ableugner nicht zur Verantwortung gezogen werden darf, wenn er intellektuell gar nicht in der Lage ist, Gottes Existenz zu akzeptieren. Keine Seele trägt Gott auf, außer was sie umfasst. Also Gott verlangt nie, von niemandem mehr, als die Person zu leisten vermag. Also das Vermögen ist quasi das Limit, die Grenze, woran wir gemessen werden. Und jeder Mensch hat seine eigenen Talente, eigenen Schwächen, eigenen Stärken und deshalb wird jeder danach beurteilt. Schwester Kerstin fragt, wie kann man argumentieren, wenn einer denkt, Koran ohne Hadithe geht nicht? Gut, wie kann man argumentieren? Im Endeffekt, da gibt es keine Regel. Also, das heißt nicht, wenn man diese und diese Verse zitiert und das sagt, dann wird die Person sofort überzeugt sein. Nein, das geht darum, dass man in der Diskussion die gegenübersitzende oder gegenüberstehende Person ernst nimmt, Fragen stellt und die Gegenfragen auch wirklich ernsthaft zu beantworten beabsichtigt. Im Endeffekt, ich finde es gut, wenn man einfach sagt, bring mir einen Ausspruch, bring mir einen Hadith, ohne den ich mein Seelenheil nicht erlangen kann. Und man kann natürlich auch viele Koranverse anführen. Der klarste Vers für mich ist in Kapitel 7, Vers 3, wo es ganz klar heißt, wir müssen dem Koran folgen, also der Offenbarung Gottes und keinem Verbündeten außer ihm. Und das ist natürlich in Bezug auf die Religion gemeint. Also wir haben uns nur an Gottes Wort festzuhalten. Und natürlich auch all die anderen Verse, wie 45, 6, 77, 50 und all die Verse, die davon reden, dass man nicht der Tradition blind folgen soll und so weiter. Bart Gashi fragt, wieso darf man einem Imam keine Fragen stellen? Sie meinen, wenn man es macht, stellt man auch Gott in Frage. Ja, ich glaube, da meinst du, dass man vielleicht nicht irgendwelche weiterführenden Fragen stellen darf, wie zum Beispiel zur Evolution oder sonst irgendwas, in dem Sinne, dass man dann quasi Gott hinterfragen könnte in seiner Schöpfungsmacht oder so. Wenn es so gemeint ist, dann denke ich einfach, das ist dann ein schlechter Imam oder eine schlechte Moschee, die solche Fragen gar nicht zulässt, weil mit Fragen kommt man überhaupt weiter in im eigenen Glauben. Und dann immer natürlich daran denken, dass man zu Gott beten sollte, O Herr, mehre mein Wissen. Und ja, das wäre alles. Was kann man als Muslim tun, wenn man es mit einer Person zu tun bekommt, die radikale Position vertritt und aktiv Unruhe stiftet? Fragt Albulena. Die Person auch ernst nehmen, wieder wie ich es vorhin gesagt habe, und das ist wirklich wichtig, dass wir das auf eine ruhige Art und Weise tun. Da fallen mir gleich drei Verse ein dazu. Nämlich Kapitel 16, Vers 125, wo es darum geht, dass man zum Weg des Herrn mit schöner Weisheit und schöner Ermahnung rufen und einladen soll und auf die beste Art und Weise streiten. Das heißt, schöne Worte gebrauchen, wie es zum Beispiel auch im Gleichnis heißt, das gute Wort mit einem fest verwurzelten Baum verglichen wird, also eine starke Grundlage hat.
Und auch Sura 90, Vers 17 und Kapitel 103, Vers 3, wo, wenn man beide zusammennimmt, wo es dann klar wird, dass man sich gegenseitig zur Geduld und zur Barmherzigkeit und zur Wahrheit anspornen soll. Und Geduld wird dort wirklich, wird eigentlich immer wieder erwähnt. Geduld ist wichtig. Also geduldig sein, barmherzig, sanftmütig sein, zur Wahrheit stehen, also nicht irgendwie sich verbiegen wollen. Wenn das Unruhestiften sogar rechtliche Belange hat, also wenn irgendwie illegale Aktivitäten stattfinden sollten, dann sollen natürlich auch die entsprechenden Behörden eingeschaltet werden. Dann die nächste Frage. Was sagt der Koran über Traditionen und was über Patriotismus und Nationalstolz? Okay, über Traditionen. Ja, Tradition heißt auf Arabisch Taqlid und das arabische Wort wird jetzt nicht in dem Sinne so verwendet. Ja, da das Wort Tradition natürlich auch eine klassische Bedeutung hat, mit den Traditionen folgen und dergleichen. Da gibt es einen Vers, den ich dazu erwähnen kann, das ist nämlich in Sura 3, Vers 103, ich lese es aus unserer Übersetzung vor. Und haltet alle an der Schnur Gottes fest, teilt euch nicht auf und gedenkt der Gunst Gottes über euch, als ihr Feinde wart und er eure Herzen vereinigte. Also es ist ganz klar, ich habe dazu auch einen Artikel, den ihr in der Beschreibung finden könnt, dass wir uns nicht in Abspaltungen aufteilen dürfen, also es dürfen keine Sekten entstehen, keine Rechtsschulen, keine Abspaltungen. Jetzt nicht falsch verstehen, Rechtsschulen im Sinne von, dass wir philosophisch uns damit auseinandersetzen können, das ist okay, aber wir dürfen uns nicht trennen, wir sollten dennoch zusammenbleiben. Ja, das ist auch so zum Beispiel in Sura 30, Vers 32, wo es dann heißt, dass jede Partei sich über das freut, was sie bei sich haben. Also die Tradition wird in dem Sinne als ganz klar verneint. Es sollte nicht zur Spaltung führen und wir sollten uns auf die Gemeinsamkeiten besinnen. Wir können anderer Meinung sein, aber wir sollten uns nicht spalten. Und Traditionen als solche gibt es nicht in der Lesung. Und wir werden auch davor gewarnt, dass wir einfach blind den Traditionen folgen. Wir sollten nicht blind den Vorvätern folgen. Das findet ihr auch beschrieben eigentlich auch im letzten Video. Okay, sie fragt auch weiter, und was über Patriotismus und Nationalstolz? Das ist mal eine gute Frage. Zu diesem Thema würde ich einfach sagen, dass die zentrale Lehre in der Lesung ja Monotheismus ist, also Tauhid und die Einheit Gottes. Und das hat viele philosophische und weitreichende Konsequenzen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir uns von jeglichen Fesseln der Unterdrückung befreien. Und dazu gehört eben auch, dass faschistische Züge von Nationalismus oder Patriotismus abgelehnt wird, weil da eben eine politische oder sonstige Unterdrückung stattfindet. Weil wir sehen ganz klar zum Beispiel in Sura 49, Vers 13, wo es heißt, dass wir uns gegenseitig kennenlernen sollen. Das heißt, wir sind menschlich gesehen auf der gleichen Stufe und die Bewertung eines Menschen geschieht nur dadurch, wie rechtschaffen der Mensch ist, also wie viele gute Taten er vollbringt. Das macht den Wert eines Menschen aus. Nationalismus und Patriotismus kann man insofern soweit pflegen und leben, aber es darf nicht zum Rassismus ausarten, nicht zum Stammestum und es darf auch nicht irgendwie zu sozialer Diskriminierung führen. Sobald diese Grenze überschritten wird, widerspricht es der Lehre der Lesung und dadurch ist es dann abzulehnen. Es kommt halt immer darauf an, was es bedeutet und wie es ausgelebt wird. Das ist in jeder Kultur anders und deshalb kann man auch keine allgemeinen Antworten geben. Wow, das war jetzt der letzte Schluck. Wir sind also für heute fertig mit der Fragen- und Antwortenrunde. Und falls ihr längere Fragen und Antwortenrunden wünscht, dann schreibt es auch unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, den Segen Gottes und denkt dran, Gottergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe. Friede sei mit euch.